Mikrofon muted. Chat, habt ihr Spaß? Oh, wir sind schon zwei runtergelaufen. Okay. Aufhören wir mit Chantal. Okay, es leben noch alle. Okay, okay. Es war Licht aus und keiner ist gestorben. Das passiert auch nicht oft. Okay, immer noch. Alter, die Imposter machen ja gar nichts. Oh nein, Shorty will mich töten. Ich kenne sie doch. Puh. Schnell weg. Schnell zu seinem Safe, Freunde. Schnell weg. Cool, John Doves. Freut mich natürlich. Ah, ne, nicht Simon Says, sondern bitte schnell. Kendo hat gerade vor meinen Augen Passwörter getötet. Das ist nicht richtig. Ah, ja, ja, ist schon wieder so eine Situation, Alter. Wo genau soll das denn gewesen sein? Direkt war neben Vitals. Ich war am Admin, an dem Karte swipen, neben den Vitals, und dann wollte ich raus und dann ist genau Passwell umgefallen und ich habe den Namen Kendo gesehen, aber ich habe nicht ihn selbst gesehen. Aber wir können es ganz einfach rausfinden, ob es ein Self-Report ist oder nicht. Kartoffel, du hast das Deutsch gemacht, richtig? Ja. Warum hast du den zweiten Part nicht gemacht? Weil ich Angst hatte, dass ich dann dort getötet werde, aber ich habe den ersten, ich habe die ersten aufgefüllt und müsste die jetzt Flashbacks aus der ersten Runde. Genau. Fuck, und davor bin ich nur rein. Tot gewesen, scheiße. Ja, okay, ich bin nur rein, weil ich gewusst habe, dass mich zwei Leute gesehen haben, reingehen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht bin ich jetzt safe. Warst du denn Admin, Kendo? Ja, aber ich stehe jetzt rechts oben schon fast beim Dings, beim Seismic. Also ich stehe nicht da, wo er meint. Ich habe nur aber noch den Namen gerade noch gesehen und ich habe ihn umfallen sehen. Ja, ja, ich war auch drin. Ich habe auch Dings gesehen, Kartoffel, wie er die Task gemacht hat. Ich habe noch am Admin-Table gesehen, dass zwei Leute Otto war, einer, glaube ich, sogar Cams. Ich war Cams. Bin dann rechts rausgelaufen und. Und da hat Platz aber noch gelebt. Und ich habe Kartoffel bei der Boarding Pass Task gesehen. Also bei welcher Task, Josh? Ja, aber dann müsste er ja, müsste er ja gesehen haben, wenn er in den Camps war, wenn er glücklicherweise gerade das Dings auf hat, dass der Kill quasi auf Camps, oder? Nee, ich habe nur gesehen, dass er bei der Task, da bin ich auf die Camps raus, weil er nicht zu sehen war. Also wie gesagt, ich stehe schon fast am Seismic oben. Aber warte, wenn das passt, hä? Wie hast du denn gesehen, dass ich am Camps war? Also ja, Admin Table. Ich war nicht lange an den Camps. Ich war nur kurz und nur vor kurzem. Ich war noch, glaube ich, in Electrical. Oder wir waren noch oben auf dem Weg zum ersten. Jedenfalls. Ich glaube, Shorty war's. Ich sag Mike. Ja, wir haben sonst immer Kartoffel rausgehauen. Ich vertraue Kartoffel jetzt aber mal. Komm. Oh! Was? Mike. Okay. Mikrofon muted. Mikrofon kriegst du wieder, Shorty. Mikrofon muted. So, wo müssen wir lang? Da lang. Blöde Kuh, ey. Wer, die killt mich jetzt hier unten. Ich glaube, die will nur mich killen. Die kommt gleich hier rein und macht mich weg. Ah. Na, wenn der Aim auch gleich über Warzone ist, dann... War da gerade ein Kill oben links? Hier? Ho! Ganz kurz, um zu kennen zurück. Du meintest, du warst davor die ganze Zeit Admin, richtig? Ja, kurz. Vielleicht die ganze Zeit. Die ganze Zeit nicht. Die ganze Zeit war ich erst links. Also er war vorher auf jeden Fall Security, den habe ich noch gesehen. Ich stand auch kurz an den Camps am Anfang. Ich habe Chantau, glaube ich, Lab gesehen. Also irgendeiner war Lab und es waren zwei O2 unten, die sie auch gesehen haben. Ja, aber du warst doch vor Atmen gewesen, richtig? Ja, ja, das ist korrekt. Warum hast du dann die Cardswipe-Taste denn erst jetzt gemacht, wenn du da vorher schon drin warst? Weil ich vorher erst Vitals gecheckt habe, da war keiner tot. Und dann bin ich runter an den Admin-Tisch, abgeguckt. Macht aber gar keinen Sinn, weil Cardswipe ist direkt neben Lifeline. Warum machst du es erst jetzt?
Ich mache auch, ich laufe auch anfangs immer aus dem Dropship komplett runter, ohne dass ich irgendeine Task mache, falls eine ist. Aber das muss ich sagen, fühle ich tatsächlich, was Jace sagt. Also das hat mich schon ziemlich abgeholt, weil wenn du wirklich schon Admin da warst und Vitals gecheckt hast, hättest du halt einfach den Schritt nach links machen können und deine Task da machen können. Richtig. Das ist für mich tatsächlich tendenziell auch eher Sus, muss ich gestehen. Ja, das ist ja okay, das sehe ich auch ein, aber das kann ich mach's halt immer erst später. Wir können ja nochmal, also vorhin beim Jace Ziel, hast du da wen gesehen, als du hochgelaufen bist? Von Admin nach oben. Nein, also ich bin, wie gesagt, bin rausgelaufen und stehe dann schon oben fast an dem, oder hab fast am Seismic gestanden, während du gesagt hast, du hättest mich noch gesehen, was nicht stimmt. Also rein theoretisch, wenn Kendo Crew mit wäre, dann müsste er ja auf Kartoffel shooten, weil Kartoffel ihn halt schon beschuldigt, ne? Also jetzt bin ich auch abgeholt. Hat die Kartentask ja nicht gemacht. Ich habe das schon gemacht vorhin. Ich kann nur sagen, was ich jetzt gerade gesehen habe und mit den Aussagen von davor, deswegen kann ich nur damit arbeiten gerade. War jetzt nochmal Storage, weil jetzt fühlte ich mich sicher, weil gilt mir sicher nicht, sonst ist ja Kendo fix raus. Ganz kurz, ich bin nur davon ausgegangen, also ich habe Real Talk nicht zugehört gehabt, die Runde vorher, und dann hat irgendjemand gesagt, für mich ist es Mike, und dann habe ich Mike. Ich wollte gerade fragen, welche beiden Luftpumpen ja, haben mich jetzt abgewählt, Alter? Super. Weil ich nicht zugehört habe, also wer ist jetzt Kendo, richtig? Ich glaube Mike. Kendo. Nein, aber Shushu, erst mir Pink klauen und jetzt auch noch nicht zuhören und mich voten. Ja, ich habe irgendwann zum Schluss noch gesagt, ja, habe ich auch nicht, weil ich gesehen habe, wie du den Task gemacht hast, warum sollte ich es tun? Die nächste Imposter-Runde, Shushu, lauf, ey. Ja gut, Kartoffel ist halt safe cool mit. So. Komm, Shorty, also wenn Shorty Imposter wäre, wäre ich dann schon tot. Oh, Türen gehen zu. Das ist immer... Return, okay. Das check ich nie. Oh, Shushu. Okay, ist noch keiner tot. Immer noch keiner tot. Okay. Jetzt ist einer tot. Rot. Shorty, rest in peace. 4 Leute Lab. Electrical O2. Oh, wenn Electrical oder O2 die Leiche ist, könnte das einfach sein. 4 Leute Lab. 4 Leute Lab. Kartoffel. Oh, das kriegen wir gelöst. Ich war Lifeline, hab gesehen, wie Shorty stirbt. Ich war Admin und hab gesehen, es waren 4 Leute im Lab. Wer war im Lab? Ich war im Lab. Und Jace, und wir sind beide gleichzeitig rausgelaufen. Okay, Jace, Shushu, Josh und... Warte, ich kann sagen, Josh und Chantau war auch noch da gewesen. Chantau, das heißt, nicht da waren Kartoffel und Chrysler auch nicht dabei? Ja. Okay, die Leiche liegt Electrical. Ich hab... Kartoffel, wo warst du so die Runde? Erzähl mal. Ich habe über Electrical den Download gemacht. Das haben auch 1-2 Leute gesehen. Ja. Bin dann links runtergelaufen. Ja. O2. Hab da den Task gemacht und jetzt bin ich im Emergency gegangen und hab dich gesehen, da runterkommen. Chrysler, du? Ich war vorhin Electrical. Da habe ich Shushu und Kartoffel quasi hinterlassen. Dann bin ich nach rechts weg. Stand dann in Communication drin. Dann ging der Alarm an. Bin dann hochgelaufen, da ist Mike von Admin Richtung O2 gelaufen und gar nicht zum Alarm. Das Ding ist, Kartoffel ist unten mir an der Tür entgegengekommen. Wenn ich da oben töten würde, wo Shorty... wenn ich töten würde, wo Shorty lag, also quasi zwischen Security und den Lights Out, würde ich eher wenden. Und zwar den Vent, der da am Zaun ist. Und da in der Gegend habe ich Chrysler gesehen. Es war ein Knopf auf jeden Fall in O2. Und einer in Electrical, deswegen glaube ich, ich habe keinen Comms gesehen oder so, wo Chrysler gesagt hat, ich war alleine da. Ich könnte Kartoffel auch sogar noch halbwegs covern, weil als wir ja hier Kendo rausgewurzelt haben, hat er gesagt, er hat ein Storage, das Ding abgeholt. Wir dann Shorty rausgeschmissen, Kendo rausgeschmissen haben. Und warum sollte Kartoffel Kendo raushauen? Nein, wollte ich gerade sagen, wir haben oben links, bin ich nochmal hingegangen, um nochmal zu gucken, und da hat er den Tank aufgefüllt. Warum sollte Kartoffel Kendo raushauen? Also wir hatten oben links den Reaktor gedrückt, übrigens. Wir hatten oben links den Reaktor gedrückt. Ich nicht, das war ich.
Nee, ich war's nicht, da waren zwei Leute gewesen. Nee, Jace war hinter mir, ich hab den gedrückt. Du hast ihn gedrückt? Ja. Gesagt, also es muss eigentlich zu 90% Kreisel sein. War unlucky, dass alle Lab waren, als ich geguckt habe. Das ist für mich Selfie-Pod. Oder ist halt Mike. Ja, eben. Ja, also Selfie-Pod. Ja, aber selbst wenn es Mike ist, ist es egal, weil wir schon keine raus haben eigentlich. Boah, bitte lass mich nicht inten. Bitte lass Mike es nicht sein. Ja, Junge! Ah, Mike, sorry, Kreisel. Mike, der neue Andi, Alter. Das Ding ist, ich wollte einfach nur Kartoffeln nicht töten, weil er die letzten drei Runden, ich hätte ihn zwei oder dreimal gut killen können, ohne dass es jemand mitbekommen hätte, aber er ist halt in der ersten Runde jedes Mal tot gewesen, das war mega doof. Da musst du kalt sein, Junge, einfach wegmachen. Ich bin sogar gewonnen, obwohl ich nicht zugehört habe. Ja, Schuschu. Aber ich finde das nett von dir, Kendo. Als Dank habe ich auch... Hast mich rausgeworfen, ja, ich weiß, danke. Kreisel, bist du gewendet oder bist du rechts rausgelaufen? Und wie war dein Weg, nachdem du Shorty... Ich bin runtergelaufen. Ah, okay, dann war es bitter, dass ich das da gesehen habe. Dann einfach Communication rein. Okay, let's go, nächste Runde. Yes. Ja, ich hatte ein bisschen Flashbacks, nur diesmal war ich nicht der am Anfang... Danke, Mumi, für den Comment, aber du musst nicht den Twitch-Account dahinter verlinken. Es reicht einfach, wenn du die Namen aufschreibst. Sozusagen. Musste. Microphone ja, ich hab reported, okay. Die Leiche liegt. Ich weiß nicht genau wo. Ich hab den Report-Button gesehen, als ich schon bei der Rampe runterlief, aber die müsste Richtung Storage irgendwie liegen. Glaube ich. Okay. Also ich glaube, ich kann Parsivals. Ich hab Licht instant angemacht. Ich hab auch Alert gecampt und ich glaube, ich kann Parsival clearen, weil er zu dem Donut gegangen ist und ich Electrical gecampt habe und er dann immer noch oben stand. Ja, ich war auch, während ich am Donut war, habe ich die auch in Electrical reingehen sehen und gerade wieder rausgehen sehen, kurz vor Ende. Also Kendo hätte es von der Zeit auch nicht sein können. Kendo hat hier gerade, wie heißt das, Communication? Josh und ich haben durchgezogen, durchgezogen Richtung Office unten, die linke Tür. Chantal, hast du irgendeine Animation gesehen oder irgendwas? Nee, gar nicht. Das Licht Chantal ist auch sehr, sehr lange um Schiff stehen gewesen. Ja, ich war drauf. Könnte auch ein guter alter Chantal oder Selbstreport sein. Aber nee, ist es nicht. War jemand Lifeline von euch? Kann das jemand quasi covern? Nee, okay. Wer kann sich alles covern? Shushu und Parsival. Ich und Josh, Jace und Kendo. Nee, Kreisel, ich war mit dir in Koms. Jace und wer? Kendo. Kreisel und Kartoffel, wart ihr? Ich bin nach rechts Richtung Lab, da kam mir Shorty entgegen und kurz darauf kamst mir du, Mike, entgegen. Aber es war schon ein bisschen Abstand dazwischen, also nicht so in Kill-Distance, würde ich sagen. Aber es war ganz am Anfang, als ich runtergelaufen bin. Ganz am Anfang, ja. Ja. Und dann ging es Richtung, dann war halt Lights Out und das war ja ultra schnell wieder an. Nur eine kurze Neugier, wer hat letzte Runde Shorty aus Just for Fun gewotet? Ich hab sie nur umgelegt. Ich war tot. Ja, aus letzter Runde. Das kann ein Indiz für den Kill jetzt sein, wenn er jetzt gerade im Poster ist. Wow, Alter, das wäre glaube ich, ein bisschen zu weit gegriffen. Kreisel, wo warst du? Du warst nicht bei Comms mit. Ich stand mit Jace in Comms, 100%ig. Aber Jace, war es Kendo oder war es Kreisel? Ich stand kurz an den Comms, hab das angemacht. Ich war erstes drin gewesen, ich bin auch reingegangen in Comms und Kreisel kam erst später mit. Okay, da war Kendo schon weg. Kannst du dich zu 100% verwirren. Ich stehe schon vor Ort. Microphone muted. Die Runde ist mir ja schon egal. Und jetzt töten wir Shushu. Egal wie. Moshes hinter Alolanix. Was geht ab? So, Shushu, wohin läufst du? Okay, Shushu läuft. Darunter. So, wir versuchen jetzt Folgendes. Wir machen gleich Lights Out und wenden in Lab. Und, ja, da ist einer. Zwei. Okay, perfekt. Ah, hier ist keiner. Josh. Verdammt. Das war bitter. Kamera ist an.
O2. Hm. Schwierig, ne? Irgendwie schwierig. Müssen wir noch anmachen, Alter. Ich will nur Shushu töten. Machen wir. Ich sehe keinen. Ich sehe einfach keinen. Crysis sehe ich auch 1000 Mal, ne? Egal. Mikrofon activated. Die Shushu. Bitte was? Das war ja eine lange Zeit. Shushu liegt vor Storage. Also links vorm Eingang. Oh wow. Patsy, wie lange ist die Leiche wie lange ist der Body tot, weißt du das? Ziemlich genau 20 Sekunden. Okay, dann ist es kein Self-Report, weil Mike stand unten in Weapons. Ja, ich hab ziemlich genau 20 Sekunden. Ich kann euch sagen, also sie ist ungefähr 3 Sekunden gestorben, bevor ich Shantao vor Labs entgegengelaufen bin. Und dann habe ich komplett Labs abgesucht. Und Martin Konrad, Dankeschön für 4 Monate Treue. Vielen lieben Dank. Moin Krampel. Jo, wir waren zu viert. Das ist die Frage, Kendo, standest du gerade Communications? Wann gerade? Ganz am Ende? Ich war ein Punkt in Communications, als ich geguckt habe. Ich habe Mike unten bei Weapons gesehen, bin Comms reingelaufen, hab geguckt, ob da eine Leiche liegt und dann hat Mike reported. Also wir waren zu viert vorher Lab, Parzival war in Office, Admin. Lifeline. Oder Lifeline, genau. Josh war Lab, Jace war Lab, so. Kartoffel war Specimen, meint Jace gerade und ich war auch Lab. Das heißt, da kamen gerade. Ah nee, Chrysal war auch Lab, aber du kommst von links rein, oder? Chrysal? Kamen von links rein, ja. Also ja, kennst du Mike oder Chrysal, wenn die Leiche schon ein bisschen länger tot ist? Ja, wir sind etwa 20 Sekunden. Irgendwer hat doch gerade eben gesagt, das kann kein Self-Report sein. Ja, warum sollte Mike... Es könnte höchstens sein, dass Mike... Also es ist echt, ich will jetzt gar nicht shooten eigentlich zu sehr. Ich habe nur Shushu vor Mike gesehen, wieder, also so wie vorhin mit Shorty, aber das war halt wieder schon ein bisschen Abstand. Wo denn? Dann wäre Mike jetzt halt 20 Sekunden rumgelaufen und genau. Dann hätte er die Leiche zu Das wäre sein Ziel gewesen. Oben bei Richtung Electrical euch beide. Das Einzige, was mich bei Mike eventuell stutzig machen könnte, der stand ein Weapons ganz komisch einfach nur im Gang. Nee, ich hab reingeguckt und hat die Karte dann offen. Okay, deswegen. Das kann sein. Passt mir, gab's einen Grund, warum du... Die Sabotagekarte, oder? Die rote, die nee, schöne. Nee, die Sabotage lief schon. Die lief schon. Passt mir, gab's einen Grund, warum du in Dekon gelaufen bist, statt hier Reaktor zu fixen? Ja, ich hab wie gesagt den Kill live auf Lifelines gesehen, wollte jetzt gerade suchen gehen. Ja, das hat Sinn ergeben, wir waren wirklich zu viel Lab. Und dachte, weil es waren viele Lab und ich dachte, dass vielleicht ins Specimen, also ein Decon-Eingang oder so. Und ich glaube, die gewinnen wir nicht mehr. Josh hat auch keinen töten können, dazwischen gar nicht vorwerfen, weil wir haben kaum wen gesehen, wo es sich gelohnt hätte. So. Gehen wahrscheinlich wieder alle Lab.
Lab. So, wir müssen jetzt irgendwas versuchen. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. Microphone activated. Wait, what? Ist direkt auf dem Vent vor dem Kabel gerade passiert. Im Labor? Gerade während, jetzt während vor, Lichter vor, aus vor, waren? Ja, vor zwei Sekunden jetzt gerade. Da ich wollte gerade sagen, du dachtest, ich gehe davon aus, du dachtest, ich bin gewendet? Ja, aber da war... Ich wollte gerade sagen, Kendo kann das proven, aber das hat sich leider gerade erledigt. Und es macht keinen Sinn, ihn jetzt gerade zu töten, wo ich dich gesehen habe. Da hätte ich auf dich eigentlich jetzt gerade shooten müssen, dass ich dich wenden gesehen habe. Also die Leiche liegt Lab, oder was? In Lab, wo man die Kabel fixt, direkt auf dem Vent drauf. Auf dem Vent links. Ja. Ich habe gerade eben Kendo noch durch uns beide durchlaufen sehen und dann bin ich halt hoch und du nach links. Aber könnte ein Selfie-Pod sein. Und die warten zu zweit oben oder glaubt ihr, es war jemand, der hingewendet ist? Naja, es muss gerade gewendet. Also entweder ist jemand hingewendet oder es war ein Jay Selfie-Pod. Kartoffel kann ich ausschließen. Der kam rechts gerade aus Specimen raus. Es macht keinen Sinn, jetzt einen Self-Report zu machen, wo zwei Leute da sind. Das ist schwachsinnig. Aus der Ecke kommst du nicht raus. Also Josh und ich stehen... Vielleicht dachtest du auch... Na, warte. Wer hat Lab gefixt? Josh ich und ich. Ich war vorher mit Mike am Admin-Table. Ich bin zuerst weg. Also theoretisch hätte er danach in den Venter springen können, Richtung also Admin rein und dann Lab wieder raus. Stimmt. Ja. Also ich war mit dir Admin-Table. Du bist auch zuerst losgelaufen. Aber als das Licht ausging, bin ich auch losgelaufen. Wir hatten gerade die Lights gefixt, wir können es einfach mal, weil gerade passiert ist. Also Pascal kann den Link jetzt gerade ausspielen. Ja, Josh und Kreisel. Genau. Also eigentlich nur ich, weil... Also Kartoffel oder Chantau kommt. Ja, wo war Kartoffel? Chantau, warst du? Ich war noch in Admin. Okay. Wo warst du im Admin, Chantau? Gut, das schließt sich natürlich für den Kill nicht aus, Chantau. Warte mal, wenn du sagst, du bist Admin, das passt vom Weg her sogar, weil du auch sogar dahin wenden kannst direkt. Ja, stimmt, aber woher weißt du, dass der Kill gerade passiert ist? Weil Kendo gerade mit am Leben war, verpackst. Ja, okay. Kendo ist vor zwei Sekunden durch. Aber du hast ihn nicht gesehen, den Kill. Das heißt, es könnten reinwenden, killen, wieder rauswenden gewesen sein. Wie gesagt, für mich ist Jace highly sus. Das macht gar keinen Sinn, weil wenn ich auf dich geschossen. Doch, weil Kartoffel mich gerade am Ende noch gesehen hat. Ja, es macht aber gar keinen Sinn, jemanden direkt zu töten in der Ecke, wo ich weiß, dass da noch jemand ist. Weil man geht immer nochmal kontrollieren. Eigentlich müssen wir jetzt mehr oder weniger Kreisel töten. Hier ist keiner. Microphone activated. Wer war gerade noch mit mir? Cams? Wieso tötet ihr Kendo und Chrysal, wenn vorher Mike, Kendo und Chrysal für den ersten Kill in Frage kamen? Beim ersten Kill... Nee, was war der erste Kill nochmal? Ja, der erste Kill... Der erste Kill war Shorty, aber den zweiten gegen Shushu. Ja, der zweite. Nee, das war der, wo ich an Lifeline stand. Da hat Kendo noch gesagt, es kann kein Self-Report sein. Nein. Es wurde nur gesagt, dass es kein direkter Self-Report war. Das habe ich über Lifeline bestätigt. Kendo hat da gar nichts gesagt, dass es jetzt überhaupt kein Self-Report sein kann. Da waren aber immer noch vier in Lab und ich war an Lifeline, konnte den Kill. Die Leute aus Lab können den Kill nicht gemacht haben. Genau, und dann fehlten halt nur noch drei Leute und das waren Kreisel, Kendo und du.
Okay, also. Mal davon abgesehen, wo war jetzt die Leiche? Jetzt gerade liegt sie vor den Cams, also vor Security oben. Okay. Ja, ich bin in Cams gewesen, gehe raus und da liegt Kreisel tot. Okay, Jace war gerade mit mir in Office. Jace hat den Kill nicht gemacht wahrscheinlich. Als ich in Lifeline dran war, hat er noch gelebt halt. So, wir haben für mich noch zwei Imposter. Für mich ist der Kill im Lab, der gefallen ist, an Kendo. Jace kann es natürlich sein, oder Chantau, wenn du Admin warst, hättest du easy wenden können. Kann aber nicht sein, weil Kartoffel kann es auch bestätigen, pass auf. Weil ich schon mal zurückgegangen bin und die Kabeltaste Jace, gemacht habe. Das ist für mich die einzige Option. Oder Chantau mit dem Vent, wenn er Admin war. Also Chantau ist auch für den ersten Kill noch sass, also... Wir wollen nochmal festhalten, dass auch gesagt wurde, dass du zwar selbst gesagt hast, du bist hinterhergelaufen, aber du beschuldigt wurdest, dass du das auch hättest machen können, weil du hinter ihm hättest in den Vent springen können. Und dann hätte ich Chantau doch sehen müssen, wenn er Admin war. Nein, bei dem, ich meine bei dem Kill auf Kendo, ne? Ja, genau. Also Kendos Kill in Lab. Chantau war ja Admin. Warum muss er dich in Admin sehen? Du kannst doch einfach oben rechts bei dem Pillar da. Nein, direkt oben rechts außerhalb von Office ist doch auch ein Vent, der genau dahin fährt. Ja, ich bin links rum rausgelaufen. Da ist dann unten der Vent, direkt am Wasserrad. Ja, okay. Okay, ich hätte überall wenden können, stimmt. Ja. Es muss ja nicht sein, dass du den Kill oben im Lab gemacht hast, sondern der zweite Imposter kann es ja auch sein so. Aber du hast halt der erste Kill ist halt. Ich mach einfach jetzt Chantau, keine Ahnung. Oh, du bist halt du Scheiße. Mega unlucky. Microphone muted. Das wird, wenn wir die Runde noch gewinnen, ey. Es hat Luck. Josh killt keinen. Ja, es war zu früh. Ja, das war's jetzt. Wait, what? Nein, was machst du? Ich verdanke für die Runde verlieren. Ich dachte, wir... Jace? Was? Warum sagst du, was machst du? Mit der letzten Task gerade und das Simon Desk. Warum kann ich das nicht lesen? Ja, sorry, aber das wird gespeichert, der Prozess. Ja, dann wird's gespeichert und es... Ja, dann trotzdem, dann ist es umso besser, weil jetzt gerade hätte der zweite Poster wie ein Typ. Wir sind zwei Poster. Holy shit, hab ich mir schon. War nicht Kendo zufälligerweise oben rechts am Reaktor, Mike? Was sagst du dazu? Kendo war schon tot. Kendo war schon tot. Ah, nee, nicht. Wer ist da gerade? Kartoffel ist gestorben. Also ich bin zur oberen rechten Reaktor gelaufen, da war schon Tau schon da und hat gewartet. Ich hatte Schiss, bin weggelaufen, bin dann nach unten gelaufen, weil ich dachte, ihr fixt das und kein Problem. Wer hat denn dann oben rechts gefixt? Das ist eine gute Frage. Wenn nicht du, Mike. Weiß ich nicht, ich hab dich gefixt. Ich bin hochgelaufen. Wer hat oben rechts gefixt, Leute? Josh, hast du oben rechts gefixt? Nein, ich hab nicht oben rechts gefixt. Ich bin oben rechts hingelaufen, Chantau steht da. Ich laufe nicht hin, weil ich denke, entweder ist er Crewmate oder Imposter. Wenn er Imposter ist, tötet er mich da, ich gehe weg. Lauf wieder runter, weil ich dachte, wir drücken den Knopf, wenn jetzt die Sabotage fertig ist. Bin auf dem Weg nach unten, Josh drückt den Knopf, Kartoffel ist tot. Wer hat links gemacht? Chantau und ich. Ja, Patzibel und wir waren halt zwei links, deswegen... Josh, wo warst du? Er hat den Knopf gedrückt. Ja. Stimmt, du hast den Knopf gedrückt. Okay, dann. Ja, dann ist es halt Mike, hundertprozentig. Nein! Haben wir ja gerade eben schon Verdacht gehabt. Alter, es kann doch genauso auch Chantau sein. Warum sollte Chantau sein? Nein, der Patzibel und ich waren zum Reaktor gelaufen. Guck mal, Leute, warte. Worauf Chantau hinaus will? Nein. Worauf Chantau hinaus will, ist, irgendjemand muss gerade rechts an dem Ding gestanden haben. Ja, irgendjemand hat gedrückt von euch und der lügt halt. Irgendjemand muss da rechts gedrückt haben und da Josh am Attentat steht und Jace sagt, Jace sich, glaube ich, aber ernsthaft darüber aufregt, dass er am letzten seinen Zest gesucht hat. Wir haben zwei Imposter, Leute. Was ist denn, wenn jetzt Kartoffel den Knopf ausgerückt hat und danach gekillt wurde? Das wissen wir ja nicht. Keiner war in Vitals. Ja, genau, das ist ja wahrscheinlich passiert, aber dann ist Mike der Einzige, der für diesen Kill überhaupt in Frage kommt. Oder Jace hat sich aufgeregt, dass der Zweite nicht den Double-Kick gemacht hat, ne? Das kann auch sein. Also ja, das habe ich auch zuerst gedacht. Gegenseitig. Ich wollte Chantau, ich glaube, aber dann hätte Chantau. Leute, ja, was? Es sind zwei Imposter. Also für den ersten Kill ist für mich einfach Chantau, also ohne Witz. Die deckt gegenseitig die ganze Zeit, sonst deckt sich keiner. Warte mal, ihr habt den verloren. Ja gut, schade, was war das denn? Bullshit, Alter, du bist ein Imposter, so, fertig. Was tun wir? Wie können wir das verlieren? Josh, kann man denn so? Josh, hast du einen Kill gemacht, Josh? Nö. Ich habe alle Kills gemacht, ich musste alles machen in dieser Runde. Okay, krass, okay.
Könnt ihr bitte zukünftig, wenn ich als erstes sterbe, einfach Mike rausvoten? Bitte einfach Mike voten. Sorry, ich hab's jetzt gar nicht verstanden, wie Chantau diesen Das habe ich auch nicht verstanden, warum ich da... Ich hätte diese Runde verlieren müssen. Ist doch egal. Du hast die Runde 10-mal verlieren müssen. Ey, Josh, wieso killst du denn keinen, Alter? Ich hatte eigentlich... Ich will mich unsympathisch machen. Also ich wollte doch nur nett sein. Ich will mich so nicht unsympathisch machen. So. Ich hätte fliegen müssen. Chantau, ich hab dich davor auch schon gewotet. Deswegen dachte ich, dass du noch Sass von davor warst hier. Ja, aber Parzival war ja Crewmate. Also hundertprozentig. Und der hat mich ja... Ja. Ey, der Kendo-Kill hat so geschmeckt. Einfach hochgewertet, gekillt. Ja, was ich nicht verstanden habe, wie das halt nicht passiert ist. Es musste ja jemand oben rechts gedrückt haben. Und Jace, wenn du für dich selbst weißt, dass du am Samets S stand, dann kannst du aber doch nur da Mike voten. Es kann halt sein, dass ihr euch Deckparty war, ne? Als Doppelimposter. Ja, aber am ersten Kill, Mike, da hast du so Glück gehabt, dass ich da war. Ich hab wirklich am Anfang gedacht, wirklich, du bist gewendet. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch. War geil, Leute, oder? War geil? Hat Spaß gemacht. So. Ich glaub, die Gruppe hasst mich richtig hart. Ich glaube, ich sterbe gleich als erstes. Einfach so aus Frust. Und wenn es komplett... Schaut die Schatz. Komm, die darf mich auch jetzt töten. Wenn die jetzt sauer ist, dann... Ja, ist okay. Shorty, den gönn ich. F in Chat für Shorty, den gönn ich ihr. Die ganze Zeit fuck ich sie ab. Das durft sie auf jeden Fall machen. Ist voll okay. Also es kann jetzt natürlich Chantau gewesen sein, weil er einfach nur noch Hass auf Mike hat. Die Leiche von Kreise liegt rechts von Storage. Okay. Die ist eben erst gefallen. Wie lange ist das her? Kendo, ich wollte dich gerade fragen. Du warst maximal am Anfang 3 Sekunden, weil Mike ist quasi kurz nachdem das Licht gefixt wurde gestorben. Also das Licht ging an, da war Mike gerade tot. Dann bin ich runter zum Admin-Table gelaufen und dann war Chrysal quasi tot. Also ja, dann kann ich Kendo auf jeden Fall helfen für die ganze Runde. Ja, auch recht. Kartoffel, wo warst du? Im Lab. Jetzt gerade am Ende warst du im Lab? Ja, gerade raus. Also aus. Ich wollte gerade sagen, okay, also kann der den Kill nicht gemacht haben, weil das ist halt irgendwas verdächtig. Nee. Der wird. Zur gleichen Zeit verschenken Schmenz und Chris Pfanne wird ein Abo, habt ihr euch abgesprochen. Dankeschön! Wow, Schmenzi, vielen Dank. Kuss geht raus, mir war danach. Danke, Schmenz. F in Chat für den guten Schmenzi. Er beschenkt Preusel und Chris Pfanne wird auch an dich ein liebes Dankeschön. Beschenkt Grizzly Bear, der freut sich bestimmt. Dankeschön, ihr zwei. Alter, auf dunkelgrün. Kannst du bestätigen, dass Chantau da oben die Kabel gemacht hat? Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe nur gesehen, dass ihr beide reinkamt, weil ich habe Lights gecampt. Wow. Danke, Chantau. Okay, dann fällt Parzival für mich jetzt erstmal komplett raus, weil er hätte es von der Zeit her gar nicht sein können, weil du die Lights gecampt hast. Gut, da fehlen Kartoffeln und Joshua. Wo ist denn Mike hingelaufen, Mann? Ich war unten bei dem Note. Ich war ja Lab. So raus jetzt. Was ist mit Shushu? Du bist noch gemutet? Shushu stand die ganze Zeit an Dings mit mir an den Vitals. Ja. Also deswegen sage ich, wenn Kendo sagen kann, der Kill ist gefallen, als Lights ausgegangen ist, dann kann ich ihn eigentlich, oder beide Kills, dann kann ich ihn eigentlich zu 100% full clearen. Außer er lügt mit der Aussage, aber... Ich habe auch gesehen, dass du schon als Crewmate wäre das sinnlos. Waren da denn mehrere Leute bei Vitals? Deswegen. Dass man das gegenchecken kann, ob das stimmt? Ich stand da kurz am Admin-Table, es war einer bei den Camps. Ist es für mich Kendo nicht und das ganze Game über nicht, also merkt euch, falls ich... ausgewotet werde oder und so. Shushu für mich auch nicht. Kendo, wir sehen uns gleich im Tod. So, bin ich ja da. Wir swipen. Ah, wie geht es eigentlich als Geist? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich war ewig kein Geist mehr. Ich muss sagen, Grizzly Bear, dein Skin gefällt mir. Läuft ganz gut als Bärchen. Vielleicht darf ich den ja nehmen, außer du spielst mit. Dann würde ich den natürlich zurückgeben. Ist für mich dein Skin. Aber wenn du es erlaubst, Grizzly Bear, würde ich den nutzen, wenn du nicht da bist. Ja, Foni hat sich kurz verabschiedet. Die geht kurz raus. Ich muss auch was besorgen. Deswegen habe ich hier kurz Tschüss gesagt. Guten Appetit, Fabian, was gibt's? Erzähl mal.
Ey, ich finde, heute macht's mega Spaß, oder was meint ihr? Na, ich hab mega Bock gerade. Heute schmecken die Runden auch. Also Shorty gönne ich den Kill. Ich habe die jetzt zweimal am Anfang weggemacht. Das ist ja auch für sie scheiße und ihren Stream, wenn sie da und tot ist. Deswegen, ist okay. Also ich verstehe ich voll, dass sie mich da tötet. Ist schon in Ordnung. Gönne ich hier voll und ganz. Tantau liegt da, wo man, nachdem man die Weather Note gemacht hat, das anklicken muss in Lab. Okay, ich glaube, das können wir relativ gut herausfinden, wer es war, weil die Leiche seriously vor 7 Sekunden gestorben oder ja, sowas. Ja gut, dann können wir eigentlich sehr viel aus. Schuhschuh kann ich saven. Ich weiß, ich habe Admin Panel nochmal geschaut gehabt, deswegen waren es ungefähr 7 Sekunden. Und ich habe auf jeden Fall 3 Leute, glaube ich, also 2 Leute Richtung O2 die Richtung gesehen, 2 Leute Richtung Electric, kann das sein? Und also ich war mit Kendo die ganze gerade. Runde über, dann war Jace, glaube ich, Cams. Der stand die ganze Runde, die ganze Runde in den Cams. Kartoffel und Josh waren bei uns, also kann ich eigentlich nur Kartoffel und Josh? Ja. Ja. Ja, hey, what? Hast du denn jemanden gesehen, Patsy? Also vielleicht, dass du dich mal verteidigen kannst? Wie ich mich verteidigen kann? Ich war hundertprozentig Crewmate. Ich kann in der ersten Runde keinen Kill gemacht haben. Ich bin 100% Crewmate. Was heißt denn, ich muss mich verteidigen? Ich habe gerade 10 Minuten Specimen gemacht, weil ich alle 3 Tasks hatte. Max, Specimen. Danke also, für den Follow. Ja, also, was ist denn los mit dir? 2 Leute, also insgesamt sind 3 schon mal 100% safe. Ich habe 4 Leute. Nee, 5 Leute sind safe. Vielen Dank. Wenn der Kill wirklich frisch ist. Lanix. Wenn das stimmt, was Shorty sagt. Dankeschön, danke schön. Dann glaube ich, dass Shorty lügt. Aber ich kann kein Imposter sein. Ich habe in der ersten Runde nicht mal theoretisch einen der beiden töten können. Und es muss jeweils ein Kill von beiden Impostern sein. Ich habe sogar mitgezählt. Also 10 Sekunden maximal. Ja, mich wundert das Shorty. Du dann würde ich sagen. Frage von Kendo und Shushu, aber nicht von mir und Shantau doch, und Patsy. Doch, doch, ruhig. Aber es war ja, ich habe doch deswegen auch gesagt, ob sich Patsy will einfach ein bisschen verteidigen möchte. Ich wusste nicht, dass ich Sus bin, deshalb wusste ich nicht, dass ich mich verteidigen muss. Ja, es waren ja nicht so viele Leute Richtung rechts oben, deswegen kommen ja eigentlich gar nicht so viele Leute. Ja, aber in Frage. Selbst für die Was erste hast du denn Runde gemacht, Shorty? Ich war tatsächlich gerade, wie gesagt, Richtung. Ich habe erst Weather Note gemacht. Also, Weather Note unten links, dann habe ich, ich habe erst den Cut-Scan gemacht. Ich will nur Zorro sehen. Zorro ist auch überrannt. Ich bin direkt rausgelaufen, sind zum Lava-Pit gelaufen. Ich bin's halt nicht. Ja, das stimmt. Das kann ich ab. Ja, sie fliegt! Mach es gut, Shorty! Adios! Okay. Oh Mann. Nach unten gucken, ob arme Shorty. Gemerkt. Oh nein, Chat. Jetzt müssen wir auch wieder alle F in den Chat schreiben für Shorty. Arme Shorty, komm. Das hat sie nicht verdient. Jetzt ist sie mal im Poster und fliegt raus. Arme Shorty. F. Oh, das tut mir leid, Shorty. Ich hätte dir eine coole Runde gewünscht. Dafür, dass du die ganze Zeit von mir abgemuxt wurdest. Ah, sorry, Shorty. Haha. Komm, wir singen jetzt alle Chat. Wir sind Crewmates. Wir sind Crewmates. Müssen nach O2. Und sterben wie im Nu. Wir sind Crewmates. Wir sind Crewmates. Schweben in Laboratory. Und werden getötet von Shorty. Oh! Alter Chris! Ey, jetzt war das fetteste F in den Chat für Chris. Der lustig und geil genug ist, jetzt Shorty ein Abo zu schenken. Bitte, bitte. Du bist der beste Chris. Überragend. Überragend.
Dankeschön, Chris van de Beer. Habe ich gelesen, Grizzly Bear. Stark, Chris. Ich habe ihn mal kurz verloren, Kendo. Alles gut, ist halt safe. Ich habe Kartoffel gerade dabei erwischt. Der hat gerade direkt den Kill gemacht. Ich wollte gerade sagen, der Kill kann maximal 5 Sekunden alt sein. Maximal, mal, weil ich habe vor. War, weil ich hab vor frisch gerade gewesen. Ja, ja ich habe vor ein bisschen mehr als 5 Sekunden die Lifelines gecheckt. Allerdings, es wäre dumm von Jace, jetzt so zu self-reporten, das zu machen, weil wir uns hundertprozentig sicher sein können, dass Shorty ein Imposter war. Die Runde ich hat viel, Jace viel, viel zu lange gedauert. Und Josh. Habe aber den Kill nicht gesehen, aber in dem Fall war ich in der Nähe. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Also das heißt. Jetzt mal. Ja, okay, dann kann ich sagen, dass Kendo und Shushu darauf. Wir fragen sie gleich. Kendo und Shushu sind aber safe. Und da schaut die. Ich verdächtig halt, hoffe ich, dass ich, glaube ich, jetzt inzwischen mal hundertprozentig safe bin. Und selbst wenn es dann. Selbst wenn's also dann warte mal, ist, halt Jace, du warst im Lifeline, richtig? Nee, ich war gar nicht Lifeline. Nee, ich war im Lifeline. Okay, Pasua war live, dann okay. Dann Kendo kann ich ausschließen, dann ist es ja nur zwischen Kartoffel und dadurch, dass Kendo gesagt hat, wir sollen auf Kartoffel aufpassen, weil er rumläuft, keine Ahnung, sehr komisch rumläuft, kannst du mich eigentlich auch. Ich bin komisch, ich habe einfach Tars gemacht und habe halt okay. Geschaut, was ihr so macht. Ja, aber da boah, ich habe so Angst gerade, ne? Nee, den Tars war der Müll rausbringen wieso? Vorhin. Naja, du hast den Müll gerade rausgebracht. Wieso hattest du Angst? Nee, nicht, weil wir rumgelaufen sind, sondern dass du mich jetzt einfach framest. Ach so, nein. Für mich ist so voll clear. Also ich kann es aus meiner Perspektive erklären, da Kendo und Shushu sich so safe wie safer sind, das ist gerade wie ein Liebespaar und ich und Pascal ein Liebespaar sind. Ja, aber ihr bedenkt, dass wir gerade mit Josh unterwegs sind, ne? Und ich das wäre, was es können keine zwei Imposter sein. Also Jace kann es sowieso nicht sein, der steht doch nicht die ganze Runde über in Security da, also, wo wir Shorty rausgebaut haben. Das macht also tut mir leid. Wir haben Shorty rausgebaut, nevermind. Ja. Aber tut mir leid, wenn das hier nur zwei Imposter sind, dann haben sie sowas von verdient zu gewinnen. Ja. Aber, also ich bin mir sicher, dass es Kendo nicht ist und ich bin es auch nicht. Jawoll! Wenn es jetzt weitergeht, ne? Ich hasse euch. Nein, es ist fertig, das passt. Indem ich gewonnen habe. Nein, du hast. Ich hab total vergessen, dass Shorty rausgewotet wurde. Ey, Kendo, das war wie so ein Hund, mit dem man dann alleine Gassi geht. Ich hatte so Angst, dass du zwischenzeitlich kurz weg bist, einfach einen Kill machst. Du dich jetzt wieder dazustellst? Nein, ich wusste, dass du wirklich hier bist, deswegen habe ich dich die ganze Zeit gesucht. Ich habe damals auch meine Task gemacht. Shorty, das war unglaublich frech. Ich habe mich so erschrocken, als ich auf einmal. Hä, wie kann ich das sein, bitte? Was? Wollen wir sagen, Shorty killt mich und meine Community verschenkt dir ein Abo für meinen Kanal. Das ist so sehr. Die Community ist halt dankbar dafür. Ah, sorry, Shorty, du hast es echt gut gemacht. Ich habe da nicht mehr so ganz durchgeblickt. Ach Quatsch. Die Geister von Mike sind die besten. Ich hätte Party nicht so sehr framen sollen, wahrscheinlich.